Boba. Sehr dicke Schuhe. Ja, ich kann mich das nicht gleich machen. Ich könnte eh dann noch mal. Oder du musst das hier mit. Danke. Willst du bitte die Jacke? Ist das gern wieder, oder was? Fährst du jetzt auf? Ist das jetzt die nordische Kombination? Du musst auf, ja? Fastaubenrennen hier auf der Kuhheide begrüßen. Sie haben bereits die Möglichkeit, sich hier anzumelden beim Verpflegungszelt. Die Teilnahmegebühr sollte richtige Startnummer zu wählen, sich dann das passende Gerät auszusuchen. Hier gibt es eine Musterfasssaube mit einem Ski, da sieht man auch die Bietungstätigkeit. Die Hilfsmittel sind strengstens verboten. Begleitspersonen, Skistöcke oder sonst irgendwas, nur die Fasssauber, die Stöcke verwenden. Die Teilnahme erfolgt natürlich auf eigene Gefahr. Wir haben aber in den letzten Jahren nie ein Problem gehabt, nie Verletzte, sondern immer nur sehr viel Spaß. Wenn man nicht zufrieden war, kann ich sich gerne noch ein zweites Mal starten. Ich sehe die ersten Gießübler Fasssauberrennen hier auf der Kuhheide. Nummer 2, der Andreas Kormann. Stimmt, willst du noch einen Schluck, bitte? Don't drink and drive ist bei uns ein Wie kommt hier? Bist du fertig, noch Lebensversicherung oder geht's? Na gut, dann das Kommando wird lauten, auf die Plätze, fertig, Feuer los. Das Kommando lautet, auf die Plätze, fertig, Feuer los! So, und der erste Läufer ist am Start, Andreas Kormann aus Gießübel. Er kennt natürlich diesen Berg in- und auswendig. Befindet sich etwas in Schräglage. Das Tor geht noch aus für den Andreas. Und jetzt mit viel Schwung hinein in den Bärenschaß. Dieser selektive Teil der Gießübler Kuhheide. Andreas Kormann befindet sich bereits kurz vor der Zwischenzeit. Etwas mehr als 30 Sekunden unterwegs, er beachtet ihn. Das ist von Andreas so und in der Kompression gelandet.
Ja, das habe ich vergessen bei der Erwähnung der Streckenerklärung. Wir haben hier eine Kompression eingebaut, um etwas zu bremsen und längere Fahrzeiten zu gewährleisten. Andreas, du kannst die Haube ruhig liegen lassen. Wichtig ist auch die Passtauben, dass die mit ins Ziel kommen. Nur mehr 1 Meter, 2 Meter ins Ziel. Und, okay. Bei allen Läuferinnen und Läufern, die diese wirklich schwierige Strecke heute so bravourös bezwungen haben, beim vielgeschätzten Publikum, das unsere Läuferinnen und Läufer so lautstark angespornt hat und vor allem beim Organisationsteam der SPÖ Gießhübler aktiv, unser Vizebürgermeister Ingenieur Leopold Buchner, den Gemeinderäten Pepe Kurz, Alexander Pschickal, Christian Sirota und allen, die mitgeholfen haben bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, bei den vielen Freiwilligen Helferinnen und Helfer, für unseren Kameramann, der jetzt ab 16 Uhr im Volkshaus das Rennvideo in HD-Qualität auf Großbildleinwand präsentieren wird. Und alle Fotos, das Rennvideo, Ergebnislisten können Sie in den nächsten Tagen auf der Homepage www.gieshübel.aktiv.spö.at sehen. Ein herzliches Dankeschön, kommen Sie gut nach Hause und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Plätze, fertig, Feuer, los! So, Oberpreis für den Tobias. Ja, leichte Rückenlage bereits vor dem ersten Tor hinein in den Steilhang. Er blickt angsterregt runter in den Richtung Bärenstraße, einer der heikelsten Stellen unserer Strecke. Und er schafft das Tor ohne einzufehlen. So, jetzt ist er sehr schnell unterwegs. Dann leichte Rückenlage, eine Fassbaube reicht. Bitte Vorsicht im Publikum, das Material. So, und jetzt herzlich willkommen hier am Gießhübel. Christian, du bist bereit? Ja, da. Sehr herzlichen Dank, lieber Hannes, für deine Hilfe. Du sollst nicht bleiben, sondern fahren. So, auf die Plätze. Christian Wörleitner mit Hut und Lederhose hier am Gießhübel. Auf die Plätze. Fertig! Yes! Der Christian ist ein gnadeter Skifahrer, Snowboardlehrer. Man bewundert seinen Fahrstil. Ja! Das liebt das Publikum. Herzlichen Dank, lieber Christian. Vielleicht geht das Ganze noch einmal in Zeitlupe, auch für ihn einzeln vor. Dann wird das auch in unserem Bezirksfernsehen übertragen können. Ja, und der Christian ist bereits am Bärenstaat. Das ist wirklich der selektivste Teil unserer Strecke. Und jetzt Richtung dem blauen Tor. Vorsicht, Christian. Und jetzt nochmal mit viel Schwung hinein in die Kompression. Ja, das erinnert er sich hervorragender Tänzer auch, wie man sieht. Ja, auch dieser Stil ist erlaubt. Christian, 1, 2, 3. Dann normalerweise hätte ich jetzt aufhören müssen. Und jetzt im Ziel. Hervorragend. Das Publikum bedankt sich sehr, sehr herzlich beim Bürgermeister von Wiener Neudorf für diese tolle Einlage. So, Christian, jetzt sind es noch ungefähr 5 Meter Richtung Ziel. So, und einmal geht's noch. So, das Publikum, alle gemeinsam. Einmal geht's noch. Einmal geht's noch. So, Christian hat ungefähr 1,50 Meter bis ins Ziel und hat eine hervorragende Zeit von 2 Minuten 02. Da oben im Interview. Ah, 14:16 ist nicht die Zeit, sondern es ist die Uhrzeit heute. Christian, herzlichen Dank für deine Teilnahme. Danke. Was sagst du zu diesem Paar? Also das Ärgste war der Bärenschaß. Ich muss euch sagen, ich hab da wieder eine Rückenlage gekriegt. Mir hat es richtig hinten eingedruckt. Bei der Kompression. Ich kann euch sagen, ich habe es probiert. Aber es ist leider nicht besser gegangen. Aber das nächste Jahr wird es noch der neue Beste. Danke. So. Meine Damen und Herren, es geht schön langsam weiter. Ich muss mir nur meine Statue wieder einstellen. So. Der Betriebsrat, der BIC, unser Gemeinderat Manfred Pausig aus Biedermannsdorf,
Ich glaube, der hat eben solche Voraussetzungen für den Bürgermeister von Wiedermeutorf. In Biedermannsdorf gibt es auch nur eine Erhebung und das ist, glaube ich, dieser Wasserleitungshügel. Bitte stellt einmal den Manfred Forstig einmal gerade ganz aufrecht stehen. Nur überhaupt nicht bewegen, nur stehen. Ja? Der Manfred steht wieder. Bist du sicher, dass du Pendel immer magst? Ja, auf eigene Gefahr. Alles in Ordnung. Alles hervorragend. Seine liebe Gattin, der kleine Hund, alle warten hier unten im Ziel auf den Manfred Forstig. Hier geht der Staatskommando. Auf die Plätze. Wer zählt? Der kleine hat nur sehr toll ausschaut von hinten. Also auf die Plätze. Fertig. Feuer. Los! So, Gemeinderat Manfred Forstig aus Biedermannsdorf. Hier auf der Gieshübler Kuhheide. In einer Höhe von fast 3000 Meter, hervorragend präparierte Piste. Ja, der kann besser fast haben vor dem Mikro stehen. Ja, hervorragend, ziemlich fehlerfrei. Ja, den Steinhang hinunter. Na, das kannst du liegen lassen, das machen wir dann morgen. Sammeln wir alles weg. So, Manfred Forstig bewältigt den Bärenschlag souverän. Wir sind mittlerweile bei 45 Sekunden Fahrzeit, wir haben Zeit. Sehr gut, herzlichen Dank. So, schon langsam wieder aufstehen. So, und lieber Mann, vor dir ist die Kompression. Das ist die Kompression. Genau, deshalb haben wir sie. Ja. Bleib ein bisschen liegen, der Andrea möchte ein Foto machen. Andrea, bitte jetzt fotografieren. Dankeschön. So, Manfred, hervorragend. Es sind nur mehr ungefähr 6 Meter bis ins Ziel. Du machst es ganz traumhaft. Einmal stehen wir mal auf. Einmal probieren wir es noch. Einen Fuß vor den anderen. Ganz gemütlich. Man beachtet den ängstlichen Ausdruck im Gesicht. Und jetzt wieder eine Rolle vorwärts durchs Ziel. Hopp! So, herzliche Gratulation für Manfred Forstig mit einer Zeit von 1 Minute 48. Eine Minute. So, meine Damen und Herren, für uns mit den Fahnen seiner Heimat Bosnien-Herzegowina. Hervorragend, Gratulation! Jetzt, ich hoffe, hast du nicht verletzt. Und in einem Start. So. Am Start ist der Matthias Tischler. Stimmt das, Christian? Kannst du Nummer 7 sein, dann stimmt das, dass er Vater heißt. Gut, dann bitte an den Start. Der persönliche Stil in dem Fall liegt unter 3 Minuten, damit wir wissen, was wir hier heißen können. So, auf die Plätze. Fertig. Feuer. Los. So, am Start der Matthias Tischler. Da geht es etwas langsamer, bedacht an. Macht aber aufgrund der wirklich harten Strecke auch Sinn, den Lauf so anzulegen, wie es der Matthias macht. Ja! Hervorragend! Das kannst du nicht liegen lassen, das ist kein Problem. So, und hinein in den Bärenschaß. Ja, nimm dann Geschwindigkeit auf, ist eine Zwischenzeit von 30 Sekunden. Vorsicht, Kompression! Die Kompression hervorragend genommen, landet direkt vor dem Publikum. Du kannst den ruhig fallen, 4 Meter, das ist kein Problem. Ja, und noch eine Einlage fürs Publikum und im Ziel mit einer Spitzenzeit von weiter unter einer Viertelstunde, nämlich exakt 47,4 für den Matthias Tischler. Herzlich. So,
möchte ich kurze Pause dazu verwenden, mich sehr herzlich beim Organisationsteam zu bedanken. Ingenieur Leo Buchner, Vizebürgermeister, hat das wie jedes Jahr hervorragend vorbereitet, hat alles zur Verfügung gestellt, von den Fasstauben bis zum Equipment der Lautsprecher. Einen tobenden Applaus für Ingenieur Leo Buchner und das Team der Kinderfreunde der SPÖ Gisübel. Herzlichen Dank, lieber Leo. Ja, ich nehme die Pause jetzt so wahr, möchte an eine Episode aus dem vergangenen Jahr erinnern. In den vergangenen Jahren war es so, dass um 8 oben im sehr steilen, am sehr steilen Beginn dieser Strecke. Jetzt kommt der Florian. So, Lukas aus der Zeit, jetzt haben wir einen Glühwein bekommen. Und der Lukas ist bereits 30 Sekunden unterwegs, jetzt im wirklich heiklen Gelände, der hier im allgemeinen Sprachgebrauch am Gisübel der Bärenschaß genannt wird. Und jetzt kurz vor der Zwischenzeit, er macht das sehr, sehr ruhig, sehr vernünftig angelegt, der Fastin, und kommt mit einer Zeit von einer Minute genau zur Zwischenzeit. Noch immer den Hut von Christian Hörleitner in der Hand. Ich glaube, der behindert er mehr wie die Fasstauben. Die Christian, vielleicht kannst du mir den Hut abnehmen. So, er liegt in der Kompression. Noch wenige Meter. Danke. So, und noch wenige Meter bis zum Ziel. Du bist erst circa 10 Minuten unterwegs, also wir haben Zeit. Nur. So. Ich muss auch sagen, er hat uns wirklich sehr, sehr geholfen beim Aufbau. Er hilft tatkräftig mit bei den Veranstaltungen. Einen tobenden Applaus für die Startnummer 8. Und die Zeit beträgt 1 Minute 32 Sekunden. Herzliche Gratulation. So, der Johannes geht das auch sehr vorsichtig oben an. Das ist auch sehr, sehr steil. Aber schafft die ersten 3 Tore souverän, so wie wir es gelernt haben, früher Stehboden und jetzt ein Bogerl nach rechts. So, Applaus für das Publikum. Ich glaube, jeder Teilnehmer hat sich verdient, dass er kräftig angefeuert wird. Hopp, hopp, hopp! Nur so, mit 35 Sekunden durch die Zwischenzeit, hängt jetzt leicht in der Kompression, aber mit einem Lächeln im Gesicht die Startnummer 9, der Johannes Hünner, kurz vor dem Ziel. Noch eine Pirouette fürs Publikum, vielleicht geht das Ganze noch einmal noch. Nein, nicht wirklich, nein, einmal noch, es geht eh nicht ohne. Und hopp, durchs Ziel mit einer hervorragenden Zeit von 1 Minute 1,5, also 1 Minute eine Sekunde und 50 Metzschnee. Wir haben jetzt eine kleine Pause. Ich sehe am Start den Harald Czapka. Meine Damen und Herren, volle Konzentration, wieder ein Highlight unseres heutigen Rennens. Vor wenigen Stunden noch am Feuerwehrball, jetzt auf der Gisübler Kuhheide. Ich hoffe, die Konzentration passt. Harald, bist du bereit? Geht das Kommando an den Christian Stierhofer für den Start? So, Harald, so dynamisch wie du gestern Mitternacht warst bei der Mitternachtseinlage beim Feuerwehrball, auch hier auf der Kuhhöhe beim Fastnachtrennen, ein Urgestein, der von den ersten Tagen an mitgefahren ist, bereits durch die Schicht, vorsichtig, Kompression ist heuer neu,
hervorragend. Harald erst 20 Sekunden unterwegs und im Ziel mit einer Rolle vorwärts und einer Zeit von 29,3. Herzlichen Applaus, Gratulation für den Harald Czapka zu dieser hervorragenden sportlichen Leistung. 29,3 Sekunden und ich nehme an, die Promille wird ähnlich sein, nachdem wir bis vor wenigen Stunden am Feuerwehrball in Wiesel waren. Teilnehmerin, die Nadine Prügelhöf. So, die jüngste Teilnehmerin des heutigen Rennens, die Nadine. Ja, so, der Christian gibt das Startkommando. Auf die Plätze! Fertig! Ja, ja! Los! So, meine Damen und Herren, bitte kräftigen Applaus für die Nadine, Jahrgang 2005, die wahrscheinlich jüngste Teilnehmerin am heutigen Fastnachtrennen. Die Mama, die Tina, ist sehr hilfreich als Coach unterwegs, aber trotzdem hervorragend unterwegs. Das Tor gilt so. Ja, und jetzt hinein in den Bärenschaß, gemeinsam Mama und Tochter, bereits kurz vor der Zwischenzeit, zum blauen Tor. Super Nadine, das Publikum tobt. Kräftiger Applaus für die kleine Nadine mit der Startnummer 11. Eine Zwischenzeit von 45 Sekunden. Jetzt in eine Kompression und jetzt ins Ziel. Die Nadine und die Tina Prügelhöf gemeinsam mit viel Applaus und einer hervorragenden Zeit. Herzliche Gratulation. Die Zeit ist 58,2 für die Nadine und die Tina. Ja, hier oben. Punkt am Start. Die rechte und die linke Hand unseres Bundeskanzlers, Ministerialrat Magister Alexander Pschickal, gestern noch im Bundeskanzleramt gewesen. Er hat mitgeholfen, diesen selektiven Kurs zu stecken, gemeinsam mit unseren Freunden. Magister Alexander Pschickal. Alexander, bist du bereit? So, herzlichen Applaus für unseren Gemeinderat Alexander Pschickal. Eine hervorragende Körperhaltung, souverän wird es anlegt. Ruhig, zügig, gewissenhaft, so wie auch. So, Vorsicht, jetzt kommt die Kompression. Und eine hervorragende Fahrt, wie auch in den vergangenen Jahren. Und eine Spitzenzeit von Alexander Pschickal, die Zeit 23,9. Herzliche Gratulation. Wirklich eine selektive Piste, noch nie so etwas Selektives gefahren, heute nämlich so griffiger. Also wirklich, man kann die Kanten einsetzen, wie man sollte. Und das ist natürlich der große Vorteil heute. Du hast es souverän gemacht, herzliche Gratulation. Vielleicht kannst du unseren Flachtländern, den Christian Wörnleitner, den Manfred Fossig oder der Gabriele Steiner aus Brunn am Gebirge ein bisschen Tipps geben, wie man sich hier am Gießhügel ordentlich bewegt. So, jetzt am Kurs, stimmt das? Christian, bitte ums Kommando. Ja, also auf die Plätze, fertig, Feuer, nicht übertreten, los! So, und ich kann leider die Startnummer 13 von hier nicht sehen. Nehmen wir an, dass er noch unterwegs ist. Ja, jetzt taucht er wieder auf. Kurz vor dem Bärenschaß hinein ins rote Tor. Er wählt die Sicherheitsvariante, die alte Schranzlücke, den Hintern knapp über Schnee und hinunter über die Kuhheide. So, Cenko, blaues Tor, Zwischenzeit. Da war der Alexander Pschickal schon beim Bügeln. So, jetzt in der Kompression. Hervorragend, Rolle seitwärts. Vielleicht kann man noch einmal aufstehen. Einmal aufstehen und einmal noch hinfallen. Danke sehr. So, Cenko, das liebt das Publikum.
Schadenfreude kommt auf. Und nur mehr 1,50 Meter, 50 einer. Und im Ziel mit einer Zeit von exakt 1 Minute und 2 Zehntel. Herzlichen Applaus, Gratulation an frische Krapfen, Gulaschsuppe, Glühwein, Tee, Schnäpse, Bier, alles was das Herz begehrt. Und als Zwischeninformation, es gibt dann in Anschluss an dieses Fastabendrennen die Möglichkeit bei der Siegerehrung im Volkshaus auf ca. 16 Uhr das Video dieses Rennens auf einer Großbildleinwand noch einmal zu sehen, das Rennen noch einmal zu analysieren, vielleicht Fehler zu erkennen, das mitzunehmen für das nächste Jahr. Dort gibt es dann auch für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Urkunden und Pokale und die Möglichkeit, das Rennen auf einer Großleinwand zu sehen. Darüber hinaus werden wir das Video natürlich in den nächsten Tagen auch auf unsere Homepage stellen, www.gisfibelaktiv.sp.at. Ganz einfach, www.gisfibelaktiv.sp.at. Das steht da eh überall. Dort finden Sie auch die Fotos. Einen herzlichen Dank auch an die zahlreichen Fotoreporter, die heute hier sind, an unser Kamerateam, an den 1TV, die sicher einen tollen Beitrag über unser Fastabendrennen machen. Wir den herzlichen Dank Andrea Fendrich für den Besuch. So, meine Damen und Herren, wir gehen mit der Nummer 14. Ja, Christian, bitte. So, der Robert gut unterwegs. Zielsicher das rote Tor passiert. So, jetzt der wirklich steile Teil hinein in den Bärenschanz. Das ist das romantische Stück des heutigen Rennens. Aber bereits kurz vor der Kompression. Hinein in die Kompression. Das wird eine hervorragende Zeit. Wir sind noch weit unter einer halben Minute. So, Robert, vielleicht noch eine kurze Einlage fürs Publikum. So eine Rolle vorwärts oder... Ja. Herzlichen Dank. Exakt 43 Sekunden, eine Spitzenzeit für den Robert Schmiedi, Jahrgang 1975. Darf ich unter den Gästen auch unseren Altbürgermeister Eugen Kramer sehr herzlich begrüßen. Ja, jahrelang auch die Gemeinderätin Gabriele Steiner, auch eine Kandidatin für die Landtagswahl aus Mödling, das Altherzogspaar des Mödlinger Fasching, Heinrich der 99. Und ihre Lieblichkeit Maria die 57. Das ehemalige Herzogspaar von Mödling. Viele, viele andere Freunde, Gemeinderäte aus Gieshübel, liebes Publikum, genießen Sie das Fastabendrennen. Ich sehe momentan keinen Starter. Christian? Na, lasst euch nur Zeit. Wir brauchen jetzt Zeit, um ein bisschen Glühwein zu trinken, Tee zu trinken, zu tratschen. Genießen Sie die Zeit. Wir brauchen ja nicht wundern. Ihnen sucht ein gutes Material und dann ab zum Start. Wenn Sie die Gelegenheit wahrnehmen wollen und hier hinunterschauen, Richtung Wasser gesprengt, am Horizont, das ist der Schneeberg. Den sieht man nicht alle Tage von hier. Genießen Sie dieses herrliche Panorama der Leopolder. Wir schätzen das. 28, 29, 30.
31, 32, wir versuchen zum Schoppen, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 28, ganz exakt, hervorragend, Gratulation für den Roland Gottwald zu dieser hervorragenden Zeit. Hat Spaß gemacht? Ja? So. So, bitte um Startkommando für den Benidoro. So, und der Hit vom gestrigen Feuerwehrfall. Hier kommt die Feuerwehr, hier kommt die Feuerwehr. Der Bene bereits voll unterwegs. Er schafft das rote Tor, ganz eng angefahren, in einer der Bärenschance. Eng das Tor genommen, die Kompression hervorragend gemeistert. Bene, Spitzenzeit. Oi! Und einen Ritzberger. Hier im Zielhang und noch wenige Meter bis ins Ziel. Benidoro mit einer Zeit von 38,2. Herzliche Gratulation unter dem neuen Hit von Gilshügel. Hier kommt die Fahrt. Ganz besonders bedanken, der es ermöglicht, dass wir dieses tolle Rennen auch nachher noch auf also im Volkshaus sehen können und auch später über Internet können Sie das über YouTube sehen. Das ist ein unser Filmer, unser Gießener Top-Filmer, der Gerhard Wagner. Gerhard Wagner, der da die ganze Zeit filmt. Und dessen Film dann sehen wir. Vielen Dank. Bitte. Wir fahren mit Ninja. Bereit? Gut. Bitte den Christian Sierra da um seinen Kommentar. Ja, ist da wirklich bereit? Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe die letzten Worte abgenommen, die letzte Salbung auferlegt. Also, auf geht's. Nein, warte, Sekunde, ich brauche erst die Stoppuhr. Vergiss immer. Nein, ich hätte es nicht schon aufgefüllt. Löschen, starten. Gerhard, hast du einen Wohnungsschlüssel? Ja. So, bitte um den Startkommando für den Stefan. Auf die Plätze, fertig, Feuer, los! So, meine Damen und Herren, bitte wieder kräftiger Applaus für den Stefan, der sich sehr bemüht hier am Steinhang Richtung dem zweite Tor kämpft. So sehr eng angefahren, da wirklich der Stil von Marcel Hirscher keinen Zentimeter verschenken auf der Strecke. Und hinein jetzt Richtung Bärenschaß ins blaue Tor, ebenfalls sehr eng angefallen. So, und hinunter in einer sehr tiefen Hocke in die Kompression. Hervorragend, auch eine Spitzenzeit, weiter antauchen. Geht schon, ist wieder Spitzenzeit, 2 Meter noch. Und im Ziel ist der Stefan mit einer Zeit von 43,8. 43,8, herzliche Gratulation. Leicht erschöpft, aber ein neuer Fahrstil, das kann man sich merken. So, und die Nummer 18 ist der Thomas Verhornig. Ja, das schaut gut aus von der Nummer her, ist das einmal richtig treiben. Ja,
Alles ja, bereit. Auf die Plätze, fertig, Feuer, los! So, und der Thomas, der Hornig, versucht sich ebenfalls hier am Steilhang das rote Tor sehr eng anzufahren, um keine Zeit zu verlieren. Ja, in einer tiefen Hocke hinein in den Bärenschaß und in Richtung Kompression. Bitte an, ja, so, und bitte kräftigen Applaus für den Thomas, wegen eine bemühte Körperhaltung, ein ganz eigener Fahrstil und eine hervorragende Zeit von 34,3. So, 34 Sekunden und 3 Zehntel für den Thomas. Herzliche Gratulation. So, der Bürgermeister unserer Bezirkshauptstadt Mödling, Andreas Holzmann. Lieber Andreas, herzlich willkommen hier am Gießhügel. Würde mich freuen, wenn du vielleicht das nächste Mal noch sportlich dich betätigen würdest. Aber möchte mich sehr herzlich bedanken auch für deine Unterstützung. So, die Nummer 19, der Max Rustig. So, von mir aus auch bereit. Auf die Plätze, fertig, Feuer, los! So, der drittletzte Läufer ist hinter dem Horizont verschwunden. Ich kann von hier leider nicht sehen. Ja, jetzt schon langsam taucht er auf hier im Bärenschaß, kämpft sich hinein ins rote Tor. Souverän genommen. Deine Fans warten ihm bereits mit Handyfotos im Ziel. So. Kann sie fürchterlich, oh Burschen, ihr seid auch nicht anders gefahren. So, und Max ist bereits kurz vor der Kompression. Ein Lächeln der Verzweiflung im Gesicht. Eine herrliche Einlage. Herzlichen Dank, das liebt das Publikum. Und noch wenige Schritte bis ins Ziel. Und eine tolle Zeit von 50,2 für den Max Rustig. Herzliche Gratulation und Applaus. So, jetzt ist die Frage, ob der Peter Czapka schon von der Toilette zurück ist. Vielleicht immer den Peter Czapka einklatschen. Peter, ganz Gießhübel wartet auf dich. Peter. Ja, hervorragend. Was ist Klode gefunden? Du musst einmal mit einer gelben Weste einen Platz finden, wo die keiner sieht. Die meisten ziehen sich aus. So, Peter sucht ein passendes Gerät aus. Wir haben jetzt noch 3 Teilnehmer, unter ihnen ein Urgestein des Gießhübler Fastlaufrennens, der Peter Czapka. Und einige junge Teilnehmer, die es auch noch genau wissen wollen. Vielleicht sollte er mal zwischendurch einen Tee trinken, aber er nimmt das alles professionell in HD-Qualität auf und wird es dann bei der Siegerehrung auf einer großen Videoleinwand präsentieren. Und Sie können das Rennvideo in den nächsten Tagen auch auf YouTube sehen unter www.gieshübel.aktiv.spö.at. Von Harald Czapka für den Peter. Peter, für deine Figur ist vollkommen wurscht, da passt ja jeder Fassdaube hervorragend. Ja. Na, vor dem Vorfuß, weil die Schuhe zu groß sind. Na, geht's, geh einmal. Peter, du hast uns ein herrliches Bild hier im Naturpark Körnberge. Gießhübel aktiv, hat wieder alles aufgeboten, was es zum Aufbieten gibt. Der Bürgermeister von Mödling, Andreas Holzmann, ist total begeistert. Ein herrlicher Ausblick, traumhafte Gegend. Moment, Stoppuhr, die vergesse ich immer. Ich habe erklärt.
soll das Startzeichen zuerst für Sie und dann den Starter geben? Na, schön. Sekunde. Bereit für das Startkommando? Waffenplätze. Fertig. Feuer. Los! So, da Calvin Kali ist im Rennen am Weg zum ersten blauen Tor. Er investiert in seine Fahrt, das heißt, er will nichts riskieren, aber trotzdem hell ins Ziel kommen. Das blaue Tor souverän geschafft. So, Calvin, auf ins rote Tor, ganz eng, sehr tief angefahren. Das ist ja fast wie der Hirsche heute. Hervorragend. So, und jetzt geht's weiter. Lass dich nicht stören von der Torstange. Nimm's mit oder schmeiß weg, wie du willst. Durch das blaue Tor. So, die Pistentechniker sind unterwegs. So, und der Calvin hinein in die Kompression. Er nimmt jedes Tor wirklich haarscharf. Ja, ein neuer Stil des fastdauernden Calvins. Ja, und der Calvin ist durch die Kompression. Am Weg zum Zielhang, noch wenige Meter für die Startnummer 20. Ein Lächeln für die Fotografen, ein letzter Sturz und im Ziel mit einer Zeit von 1 Minute 12,4 für den Calvin. Kräftigen Applaus für die Startnummer 20. Es gibt der Christian Stierot an der Startkommando. Der Stoppuhr. Bereit. Auf die Plätze, fertig, Feuer, los! So, der Tom Lachmeier ist am Weg hier auf der Giesübler Kuhheide, hat das die ersten Tore souverän geschafft, jetzt hinein in den sehr steilen und glatten Bärenschaß, schafft das rote Tor souverän und jetzt nimmt er Fahrt auf. So, Tom, Applaus, der Gieshübel tobt, die Kuhheide bebt, der Tom nimmt die Kompression hervorragend, nur noch wenig, und eine tolle Einlage, und im Team mit einer Zeit von 41,6. Herzliche Gratulation, Begeisterung. So, komm her mal zum Siegerinterview. Tom, zuerst Fotoshooting, jetzt komm her mal. Was du es noch schaffst. Tom ist das erste Mal gefahren. Irgendwie das erste Mal? Ja, genau. Und hat Spaß gemacht? Extrem. Super. Das heißt, du bist ein Fixstart in den nächsten Jahren. Hoffe schon. Gut, der logische Nachfolger von Peter Czapka, der Tom Lachmeier. So, und am Start sehe ich die Nummer 25. Die Nummer 23. So, Vorsicht, das müssen wir erst korrigieren. In der Korrektur in der Startliste bitte. Nummer 23 ist der Michael Manzenreiter, Jahrgang 1974. Nicht 25, sondern 23. So, wir haben alles im Griff. Christian, bitte an das Startzeichen. Ja, ich habe ihm auch schon motivierende Worte auf den Weg gegeben. Also auf die Plätze. Fertig, Feuer, los! So, der Michael oben im Steilhang. Blaue Tor hinein in den Bärenschaß. Ein Stil, der etwas an Hansi Hintersee erinnert. Die älteren Zuschauer werden sich noch an diesen begnadeten Skifahrer erinnern können. Jetzt hinein in die Kompression. Nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Ja, anstoßen und vielleicht mit einer Rolle, ja, vorwärts, Schlanzocke durchs Ziel mit einer Zeit von 32,6. Herzliche Gratulation für den Michael Manzenreiter.
die Nummer 25. Thomas Nuschei. Thomas Nuschei, die Nummer 25. Da Thomas Nuschei mit der Nummer 25. Christian, bitte um den Startzeichen. Auf die Plätze, fertig, Feuer, los! So, der bisher vorletzte Läufer, er geht das etwas behäbiger an, ist jetzt hinterm Horizont verschwunden, taucht aber jetzt am Bärenschanz wieder auf und hinein ins rote Tor, in den Steilhang, nimmt das Tor von der anderen Seite. So, jetzt wäre ich der Einlage fürs Publikum angebracht. Ja, herzlichen Dank, das geht noch ein bisschen mit mehr Kraft. So, Zwischenzeit, Vorsicht, Kompression, Vorsicht. Und ist drüber über die Kompression und nur wenige Minuten noch bis ins Ziel. Los der Zeit. So, die Startnummer 25 ist im Ziel mit einem Lächeln auf den Lippen, eine Zeit von 55,1. Herzliche Gratulation den Thomas Lusche. Damen und Herren, wir kommen zu einem Höhepunkt des heutigen Fastlaufrennens. Peter Czapka, der diesen Kurs gesteckt hat, der seit 5 Uhr früh hier auf der Kuhheide direkt vom Feuerwehrball kommend bereit war, hier alles aufzubauen, die Piste zu präparieren. Mit Fastauben, Parik, Meierhofer oder Thoma kann ich jetzt von hier nicht erkennen. Auf jeden Fall seines Parik, Fastauben, der sich selbst ausmacht. Ich habe überall einen dazu genommen. Was hast du? Ich habe überall einen genommen. Einer von Meierhofer, einer von Thoma. Und jetzt der Peter Czapka, der, wie wir alle gesehen haben, vor kurzem noch zu Hause war und sich Christian. Auch ich bin bereit. Wieder auf die Plätze. Fertig. Wieder nicht weh. Los! So, Peter Czapka. Er ist hier auf der Kuhheide aufgewachsen, kennt hier jeden Grashalm persönlich. Ein hervorragender Fastin. Den Stock fest zwischen den Beinen. Jetzt eine kurze Labestation. Das rechnet man natürlich in der Zeit nicht ein, das wird gut geschrieben. Ein Klopf und der Restalkohol vom Feuerwehrball jetzt am Weg ins Ziel, hinein in die Kompression. So, Peter Czapka, 2 Schnapserl, 4,5 Promille Restalkohol und eine hervorragende Zeit von 46,1. Meine sehr geehrten Damen und Herren, tobenden Applaus für die rasende Promille von Gieshübel. Allen Läuferinnen und Läufer, die diese wirklich schwierige Strecke heute so bravourös bezwungen haben, beim vielgeschätzten Publikum, das unsere Läuferinnen und Läufer so lautstark angespornt hat und vor allem im Organisationsteam der SPÖ Gieshübel aktiv, unser Vizebürgermeister Ingenieur Leopold Buchner, den Gemeinderäten Pepe Kurz, Alexander Pschikal, Christian Sirota, und allen, die mitgeholfen haben bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, bei den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, für unseren Kameramann, der jetzt ab 16 Uhr im Volkshaus das Rennvideo in HD-Qualität auf Großbildleinwand präsentieren wird. Und alle Fotos, das Rennvideo, Ergebnislisten können Sie in den nächsten Tagen auf der Homepage www.gieshübel.aktiv.spö.at sehen. Ein herzliches Dankeschön, kommen Sie gut nach Hause und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.